Dein komisches. Komm, wir gehen mal zu Leuten. Geh mal zum Kaiser, der ist ganz alleine. Kannst du den Kaiser mal holen, bitte? Ja. Hol den mal bitte hierher, ich kann ihn nicht haben. Buongiorno. Was wollen Sie? Nicht zu Wasser, so alleine. Und da dachte ich, wir können ja mal ein bisschen Schwätzchen halten hier. Wenn du das möchtest. Ja klar, hatte doch immer gerne gehabt. Sind ja quasi, sind ja Nachbarn. Ja, wir sind Nachbarn mit hoffentlich langjährigen Beziehungen. Das hoffe ich auch. Ist dir was an den Niederlanden aufgefallen? Bist du Mark von Frankreich geworden? Nein. Naja. Ist das eigentlich als Bündnis mit Frankreich? Nein. Hä? Genauso wie eine Personalunion, die zählt auch nicht. Weil man kann ihn einfach freikämpfen. Ist kein Problem. Aber es gibt niemanden, mit dem ich mich verbünden könnte, außer England. Und wer will denn schon bitte den Bündnis mit England? Die Ungarn rebellieren schon wieder, das ist echt nett. Die Ungarn. Ja. Die sind aber auch frech. Kriegen sie erstmal 28.000 Rebellen. Mir ist voll die Soße auf die Hose getropft, Mann. Oh mein Gott, blöd zum Essen. Stimmt überhaupt nicht. Aha. Ich bin Großmacht Nummer 1. Das ist schlecht. Ich fühle mich nämlich nicht so. Also wenn du dich nicht stark fühlst, frage ich mich, wer soll ansonsten stark sein? Ich fühle mich halt nicht so. Ich fühle mich bedroht von meinen Nachbarn. Ich hoffe doch nicht durch mich. Nee, von Mailand. Von Mailand? Mailand ist ein andauerndes Ärgernis. Ich verstehe ihr Problem. Die Frage ist, sollen wir was dagegen tun oder nicht? Gegen Mailand? Ja. Was hast du denn mit Mailand am Hut? Ich bin mit denen verbündet. Die sind dein Kurfürst. Ich weiß. Ist dir egal, sagst du? Du, ich hab schon gesagt, das Reich hindert mich mehr daran, die Sachen zu machen, die ich machen will, als es mir hilft. Das Einzige, wobei es mir hilft, ist, die ganzen kleinen Staaten, die ich erobern möchte, davor zu beschützen, dass jemand wie du kommt und sie einfach erobert. Ja, aber außer Lothringen will ich ja nichts. Ja gut. Weil der Rhein wäre halt die perfekte Grenze mit dem Fluss, dann freuen sich beide Seiten da, weil jeder sich in den Fluss eingraben kann. Du meinst also, du möchtest nur Frankreich als Region, so ziemlich? Also ich hätte am allerliebsten die Rheingrenze, aber das ist nicht so, worauf ich bestehe. Ich bin bereit, über alles zu verhandeln. Außerdem ist ja noch der Holländer auch noch da, der will bestimmt auch noch da oben Land haben. Niederland! Siehste? Ja, der kann die Niederlande ja gerne haben. Holländer kriegt Niederlande, du kriegst Frankreich. Ja, bitte? Braunschweig und Brandenburg streiten sich dann um den Norden. Was denn? Gibt's wieder Krieg für? Ja, 99! Wenn du mich das noch einmal fragst, dann gibt's hier gar keinen Krieg. Also, bleib doch mal ruhig. Die Gegend Brabant. Der Holland will da was haben, eine Stadt. Ah, Brabant. Und ich habe aber Waffenschilder mit denen und kann die nicht angreifen. Moskau dich verleidigt, erstmal einen Krieg erklären. Mit wem sind die verbündet? Schweden und die Osmanen, ja, nee, da nicht.
Ah, du hast die gleiche Regel wie ich. Die Osmanen sind gefährlich. Ja. Sind sie echt. Ich finde es interessant, dass Polen in die Walachei einfällt. Das ist nicht Polen, das ist der Otto. Was mit Serbien wolltest du auch nicht? Sag mal, hast du eigentlich überhaupt irgendwelche Ansprüche durchgesetzt in diesem Spiel? Ja, auf Süddeutschland. Und warum nicht auf Venedig, Serbien, die Walachei? Venedig habe ich noch nicht wirklich drüber geredet. Das hat sich bisher noch keiner geholt, weil keiner Lust dazu hatte, den Krieg zu führen. Die Walachei, ich habe überlegt, ihn anzugreifen. Ich war auch kurz davor, jetzt ist mir das Otto kurz zuvor gekommen. Und Serbien? Ist doch voll interessant. Also Bosnien. Gehört zum Otto. Ja, aber Bosnien. Ja? Das war sehr schlecht gespielt, finde ich. Auch hätte ich die Leute im Reich nicht so schnell wachsen lassen. Ich lasse ja den Braunschweiger nicht mehr so sehr wachsen. Nee, sowieso schon. Ich hätte den auf jeden Fall nicht so schnell... Ich habe gerade schon gesagt, wenn der gegen den Braunschweiger Krieg führen will, ich bin an seiner Seite. Ich glaube, das auch für Holland. Wenn die gegen Braunschweig Krieg wollen, ich bin an ihrer Seite. Braunschweig wird nämlich zu mächtig. Ich könnte ein Bündnis mit Luca eingehen. Vielleicht rufen die mich dann in den Krieg gegen Mailand. Ich hasse Mailand. Ich hasse es abgrundtief. Warte, zeig mal her. Luca. Ja, mach. Die könnte ich noch dazu rufen. Dann kannst du Mailand fertig machen. Soll ich das echt machen? Keks, was meinst du? Soll ich mal 60.000 Mann nehmen und nach Mailand laufen? Wir wollen uns in Mailand alle verbündet. Savoyen! Ich will nicht, dass sie Savoyen erobern. Ich will nicht, dass er die Bergpässe bekommt. Dann schlacht sie ab. Die sind ja nur mit Österreich, Neapel und Schweden verbündet. Ich helfe denen nicht. Nicht ja, gegen Frankreich. Dann frag. Ich glaube, Neapel und Schweden wahrscheinlich auch nicht. So bescheuert sind die nicht. Komm, Luca, ruf mich dazu! Ah. Jetzt hol ich mir erstmal was zu trinken. Lass mal eine Armee an der savoyanischen Grenze aufmarschieren lassen, dann gucken wir mal. Warum rufen wir nicht dazu, die Idioten? Die KI ist so blöd. England hat keinen Thronfolger. Kriegsandrohung gegen England wegen Calais. Sollen wir das machen? Rette mal deine Schiffe, Holland. Wenn du Europa richtig hart in den Krieg drücken willst, dann ja. Also ich unterstütze das. Ich unterstütze das auch. Also Calais. Ich krieg gleich überall Rebellen in meinem Land. Du meinst so wie Ungarn? Weil es passt. Mann, Luca, du bist so blöd, ey. Du rufst mich nicht in den Krieg dazu. Ich hab eine Frage, Iron. Auf Dauer, siehst du die Möglichkeit für ein Bündnis zwischen Österreich und Frankreich? Das kommt darauf an, wie sich Österreich in Zukunft positioniert. Oh, ich hab alles konvertiert. Oh. Ja, ich kann dir ja sagen, was ich vorhab. Also wenn Österreich weiter so schwach spielt wie bisher, dann nicht. Na, was geht hier so ab? Ich wollte Mailand den Krieg erklären, aber Luca lässt mich nicht dazu, ruft mich nicht dazu, die Idioten. Braunschweig, wieso sind deine Truppen direkt an meiner Grenze? Da habe ich Angst. Weil in Oldenburg gerade Rebellen kommen und gleich in Meppen. Aber in Oldenburg steht Oldenburg. Ja, weil ich die gerade geklatscht habe. Und aber in Meppen sind halt noch 17 Unruhen. Also ich glaube, die Niederlande braucht sich keine Angst davor zu machen, dass der Braunschweig... Ja, ja, stimmt. Soweit habe ich nicht mehr gedacht. Ich meine, ich habe zwar einen 3-Sterne-General, aber gegen Frankreich... Er kann ja
ja alles sein. Ich lasse erstmal meine Grenze an der Meile, meine Truppen an der mailändischen Grenze auffahren und dann gucken wir ja mal. Oh, ich seh's. Aber Mailand hat allerdings. Mailand ist ein Ketzer und die Hure Babylons. Ich will auch eigentlich protestantisch werden, aber ich kann noch nicht protestantisch werden. Kacke Events. Synthetisch wird und ich kann's nicht. Denn das Problem ist, ich habe noch immer minus 2 Stabi durch Events. Und ich brauche 0 Stabi, damit ich. Ich habe gerade durch Events insgesamt 2 Stabi bekommen und einmal durch Dings. Ja, ich war gerade eben bei minus 3 Stabi. Ich war bei 0 und jetzt bin ich auf 3. Ja. Ich habe mich noch gekämpft. Ja, warum ist Pause? Da rausgeflogen. Vielleicht. Irgendwer konnte die Geschwindigkeit nicht halten. Und schön, ich will irgendwen im Krieg erklären, aber ich kann nicht, weil ich so viel AE habe. Nein, das hat selbst da getan. Jetzt sieht der Name genauso behindert aus wie vorher. Genauso behindert. Tschüss, naja, weil. Ja, der wandert aus. Ja, der wandert aus. Der war vorher nicht viel besser. Hallo. Hallöchen. Na, und? Die KI ist dumm. Die KI könnte ohne Probleme mal schnell 60.000 Mann Unterstützung bekommen und verweigert, weil sie mich nicht dazu ruft in den Krieg, weil sie so blöd ist. Ich weiß, warum die dich nicht dazu ruft, weil der minus 25 und dann wird immer angezeigt, dass der nicht dazukommen will, der andere. Nee, minus 25 ab einem gewissen Minus kannst du gar nicht dazu rufen. Ja, eben, bei minus 25, da ist es minus 1000. Egal, dann gehe ich andere Leute mit Krieg drohen, das passt schon. Wie wär's mit England? Ja, da gehe ich jetzt auch hin. Ja, bitte? Können wir mal kurz in Reichskuschelecke gucken? Da müssen die, ich kann nicht tappen, da müssen die anderen mal kurz rausgehen, bitte. Okay. Geh ich dir mal hin. Verpisst euch! So, ja, tschau. Also, es gibt ja unten gerade, ich bin ja bei den Asiaten, spreche so ein bisschen mit Nana und den anderen. Und Serba ja auch da. Und es kommt so das Gerücht auf, dass du jetzt gleich einen Krieg gegen Mailand führst, weil irgendwie der Mailänder sieht, dass du aufmarschierst bei ihm. Ja, wollte ihm Angst machen. Ja, und er hat jetzt Angst bekommen. Und deswegen, also, wenn du einen Krieg gegen Mailand führst, dann sagen wir rechtzeitig Bescheid. Nee, ich führe jetzt Krieg gegen England. What? Warum? Wegen Calais. Ah. Ja, wie gesagt, also wenn du Krieg gegen Mailand führst, sag mir rechtzeitig Bescheid, weil ich dir ja gesagt habe, ich helfe dir, wenn du so einen Krieg denkst. Alter, also, das wollte ich nur sagen, weil ich mir jetzt nicht sicher war, was fängt der jetzt gleich in Krieg? Nein, ich wollte nur Stress schieben. Ich will nicht, dass er mich von Savoyen abkapselt und die Bergpässe erobert. Und deswegen habe ich da 60.000 Mann auffahren lassen, um ihn Angst zu machen. Ja, das hat offensichtlich gut hätte Luca mich dazu gerufen, hätte ich Mailand angegriffen und ausgeplündert. Ich hasse Mailand, das weiß auch jeder. Ich verabscheue mal dann wie die Pest. Ja, also, wie gesagt, es hat geklappt. Ich sag mal den anderen, dass wir wieder zu dir in Channel können. Ja, danke. So macht man Außenpolitik, ja? Bist du bereit? Ich drohe jetzt England mit Krieg. Ich mach meine Großschiffe kampfready. Warte, ich schick meine Schiffe auch mal in den Ärmelkanal. Ich hab so nur 3 Großkampfschiffe, aber. Ich hab auch 3. Ja, dann haben wir 6. Plus und die dann Barken. Meine komplette Handelsflotte. Ja, genau. Krieg gedroht. Ah, guck mal, da ist noch jemand, der daran Interesse hat. Schade, dass du den Krieg nicht geführt hast gegen England. Er hat gesagt, dass ich den nicht führe. Okay. Ich hab England mit Krieg gedroht. Sie haben angenommen. Oh! Schade. Es ist aber auch schade. Ja. Iron, wie konntest du mir jetzt einfach Calais wegnehmen? Ich hab dir mit Krieg gedroht, du hast angenommen. Alter, meine Fresse, Alter. Ich kann nichts dafür, wenn du einfach da drauf klickst. Junge, bei mir war gerade ein Event mäßig. Fick dich, Alter. Ja, das Mann. Tut mir leid. Ich hätte Krieg geführt. Ja, ich weiß. Ich hätte meine wichtige Haut. Oh, Alter. Ich hätte auch Krieg geführt. Iron? Ja. Ich freue mich schon auf Calais. Jetzt schreit's ja darum. Direkt erstmal Brandenburger, regt sich erstmal Brandenburg auf. Der Franzose ist ganz, ganz gemein zu mir gewesen. Der Österreicher ist auf meiner Seite.
Ah, Rego leckt erstmal direkt hinterher. Aus Frust. Okay, guck mal, es gibt auch Frustessen, bei ihm ist es Frustlecken. Oh, 99, komm, können die Jahre nicht schneller vorbeigehen, komm, zack, bam, bam. Tja, Engeland, als ob du eine Chance gehabt England hättest. Noch weniger Handelseinfluss im Ärmel. Ja, ist doch gut. Jetzt habe ich das da 6%. Tragisch. Der hat auch seine Handelszentren nicht aus Stufe 2 ausgebaut in seinem Land. Ja, der hat einmal eins aufgewertet. Richtiger und Held. Und das in einem Clockster und ja. Erstmal England ans Bein pinkeln. Da freuen auch die Asiaten sich drüber, oder? Hol mal die Asiaten her. Nur die Asiaten. Also ohne Lilo. Hi. Hallo. Du bist kein Asiate. Du bist kein Asiate. Äthiopien, tschüss. Kann ich trotzdem zuhören? Nein. Oh. Nicht mal, wenn die Asiaten. Nein. Selbst wenn sie es dir danach erzählen, nicht. Sollen wir den Chemoriden noch holen? Nein. Der ist doch gerade essen, der kann nicht. Ach ja, stimmt. Nur wir zwei. Also, wir drei. Also, pass auf, Leute. Ich. Als Zeichen meines guten Willens und unserer Projektbesprechung, die Zuschauer nicht wissen, habe ich jetzt England ans Bein gepinkelt. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, der ist richtig salty. Ich habe mit Krieg gedroht und er hat einfach drauf gedrückt. Wir haben schon vom Spanier gesagt gekriegt, dass die Europäer es nicht schaffen, nach Afrika zu kommen, weil die Kolonialdinger irgendwie verbuggt sind. Nein, die sind nicht verbuggt. Das Kolonialwachstum ist um 50% reduziert und dadurch schafft... Er macht minus Kolonialwachstum. Ja, genau. Er macht minus, weil er nicht genug bekommt. Das kommt daher, dass noch nicht genug Wachstum bereitsteht, um in Afrika zu kolonisieren. Das Land ist zu gammelig. Alter, was ist das gerade richtig? Er hätte es eh nicht halten können. Er ist nur mit Polen verbündet. Ja, da fragt sich jetzt richtig darüber. Ja, aber hast du nicht letztens noch gesagt, dass du Calais in den Niederlanden gibst? Ja, ich geb's ja auch in den Niederlanden. Ich bin in den Niederlanden, ist meine Mark. Dann wird also jetzt ingame-technisch deine Mark. Ja, ingame-technisch meine Mark. Aber warum hat er das eigentlich gemacht? Das fand ich voll lustig. Der Holländer, damit er die 20% Bonus auf alles bekommt. Und Landarmee braucht er eh nicht. Zählt das als Bündnis noch? Nein. Nein. Das ist wie Personalunion, das zählt nicht. Ja. Weil das kann weil Personalunion kann ja auch aus Versehen passieren, wenn, dann kannst du halt nichts dagegen tun. Ja, eben. Und wir wollen ja auch ein bisschen Action. Also ich habe noch einen Bündnislot frei. Ich wollte eigentlich Polen, aber Polen meint ja lieber, jetzt müssen wir mit England ins Bett. England hat mich direkt erstmal beleidigt. Ja, England fragt sich darüber ab. Möge euer Himmel mit Kometen gefüllt sein, da kann ich nicht, ich hab kein Prestige. Ach, da redest du mit dem Richtigen. Ich habe keine Stabilität. Weil gerade eben bei minus 3 Stabilität. Ja, MST hatte vorhin einen Bürgerkrieg, da hatte minus 3 Stabi und 10 Millionen Rebellen im Land. Ja, ich hatte auch gerade minus 3 Stabi. Deswegen kann ich nicht zum protestantischen Glauben konvertieren. Das fuckt mich ab. Also ich bin fast fertig beim Konvertieren. Ja, ich kann halt noch nicht. Ach ja, der Engländer, der raged ein bisschen darum. Ja. Ich egal, selbst Österreich war auf meiner Seite und hat gesagt, das ist super, was ich da mache. Und wenn der Kaiser sagt, das ist toll, dann mache ich das. Vorhin bei uns unten unter total den Angstschweiß geschoben. Ja, das war ja auch mit Absicht, wenn er meint, er muss mir ans Bein pinkeln da in Savoy. Ich hasse Mailand abgrundtief. Wenn er die Bergpässe mir in den Eck nehmen will, führe ich Krieg gegen Mailand, bis mein Land zerstört, ist mir egal. Aber weißt du, wer der böse Kriegsführer ist? Du. Ja, ich bin der Buhmann, ich war es ja schon. Also, pass auf, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder, es wurde eine Koalition gegen mich geschlossen, obwohl ich nichts getan habe. Das heißt, entweder ich mache weiterhin nichts oder ich scheiß drauf und mache einfach trotzdem weiter. Ich könnte auch richtig aggressiv spielen, warten, bis der König von Spanien stirbt und dann Spanien in die PU drücken, wenn ich es wollen würde. Also, ja.
Ja, dann hat Chopper nicht mehr so viel Bock. Nee, und ich hab da auch keinen Bock drauf, deswegen mach ich das nicht. Ach, Chopper ist halt gar nicht da, ne? Ach, okay. Hey, ja, das könnte der ruhig wissen, der weiß, dass ich das nicht machen würde. Ja, ich weiß, aber ich dachte, Chopper wäre gerade da, egal. Und wenn hier irgendwie so ein Italiener meint, der muss hier wild rumhüpfen und sich beschweren, ist mir egal. Der nervt mich. Der hat eine Koalition gegen mich gebaut, ohne dass ich ihm was getan habe. Da gibt's direkt auf die Fresse. Ja. Ich wäre jetzt soweit. Das Ding ist, der wird halt von den Osmanen garantiert und ist mit Neapel verbündet. Ansonsten hätte ich schon längst Mailand den Krieg erklärt, wenn er einmarschiert. Scheiß auf Österreich. Ja, besonders, wie er sich mit dem Österreicher voll sicher gefühlt hat. Ja, ich hasse den. Hi, Hartgeist. Hartgeist, warum willst du kein Bündnis mehr mit mir? Warum England? Warum nicht Frankreich? Ist halt echt so, England ist voll scheiße. Ja, die lassen sich einfach pressen. Sagt er nichts. Ich glaube, England hätte gesagt, scheiß drauf, hätte meine Flotte einfach vor die Küste gestellt und hätte den Frieden einfach nie angenommen. Nee, ich habe das Kriegsziel. Er hätte irgendwann annehmen müssen. Nein, du könntest ihn halt nicht downseaten, weil das bringt nicht so viel, allein nur Calais zu erobern. Das bringt nur plus. Dann warte ich halt 100 Jahre, ist mir egal. Ja, das kann der Engländer auch machen. Ja, das wäre mir egal. Ey, 1000 Jahre Krieg. Ab 5 Jahre das Ding, ich glaube, wenn er 5 Jahre lang das Kriegsziel hat, dann kann er es mit Stepit kriegen. Ja, ich meine auch, ich kann das voraus. Nee, dann muss er mehr belassen. So, er hat sich nichts von Savoyen genommen. Guter Junge. Der Russe hat ihm gesagt, er soll es bloß nicht machen. Was? Von Savoyen Land nehmen? Ja, der Russe hat gesagt, er soll die Finger von der Bergfestung lassen. Er meinte, das ist die einfachste Lösung und dann kommt irgendein Streit rein. Wenn er die Bergfestung nicht nimmt, habt ihr keinen Disput und dann das ist eigentlich nur im Wald. Ja, ich hasse ihn. Das kann ich nur immer und immer und immer wieder wiederholen. Ich hasse ihn. Oh, Castile, bitte hol den Erben. Und zum Glück, nee, warte mal, da kommt gar kein PU, gell? Ja, Glück gehabt. Nein, da kommt nur einer aus seinem. Ja, das ist ja so oder so schon, das ist ja kein Unterschied. Ja. Nur wenn ich jetzt eine PU über Spanien bekomme, dann eskaliert das hier. Alle, die sind alle gegen mich. Ja. Alter, na, Rico kann die Geschwindigkeit nicht halten. Das ist ja immer bei dir. Ist eigentlich irgendwas Wichtiges passiert, Gabrielson, als ich weg war? Was ist los? Nee, abgesehen davon, dass der Engländer ein bisschen salty geworden ist, nichts. Wegen? Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Also ganz ehrlich, Iron gut gemacht. Ich hasse England. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte eigentlich einen fairen Krieg führen zwischen England, Polen, Frankreich, Spanien und Holland. Aber ja, wenn da halt aus. Der hat halt aus Versehen da schon da drauf gedrückt, weil er im gleichen Moment ein Event hatte und dann war das. Wir sind auf Geschwindigkeit 2 übrigens. Auf 1. Auf 1 sind wir, ja. Ja, und ich bin voll verwundert, bin ich sogar abgestuft worden, wie ich mich auf der Weltmachtrangliste oder Großmachtrangliste halten kann. Ja, ich suche nach wie vor einen Alliierten. Ja, was war jetzt? Hm? Was hast du noch? Was jetzt gerade? Du hast gerufen. Achso, nein, ich meine vorhin, weil der Franzose irgendwas gesagt hat, von wegen, der hat vorhin irgendwas gesagt, keine Ahnung, und dann. Weiß ich schon nicht mehr, ich laber zu viel Scheiße am Tag. Ja, also wie gesagt, wir können gleich, wenn du willst, wieder das machen, was wir am Anfang vorhaben. Im Moment räume ich jetzt mal den Norden hier auf. Ivan? Ja? Ich habe hier ein Ereignis, das bei dem ich dich um irgendwas bitten soll und das triggert dann das Ereignis Freunde in Not. Was? Ach so, das kenne ich. Was brauchst du denn? Brauchst du Rekruten? Ich brauche eigentlich gar nichts. Ja, dann kannst du auch ablehnen. Kannst auch ablehnen, dann kriegst du Prestige, ja. Okay. Ich hätte alles, außer Diplo-Punkte. Vorder Diplo-Punkte. Ah, Chopper. Chopper, kannst du bitte dafür dich drum kümmern, dass du ein Kind bekommst? Was? Drück einfach, also in keine Staatsszene eingehen, einfach nichts machen. Weil ich kann dich nicht in die PU bekommen und dann ändert sich nichts für dich. Mit wem hast du das Bündnis aufgelöst? Mit England, Alter? Ja. Der Rage gleich richtig rum, der Engländer. Wir bauen eine Stadt. Nein! Dann kriege ich einen Abfolgekrieg, bitte nicht. Ich habe eine Stadt hier mit dir und Neapel. Ja, mach bitte keine mehr. Und was ist, wenn du mich dann in die PU bekommst? Krieg ich nicht. Bei Tod des Monarchen ein adeliges Haus der Valois folgt dem Thron nach.
dann passiert nichts. Aber wenn du jetzt eine Staats-Ehe eingehst, dann also krieg ich einen Erbfolge. Eingehe. Ja, wenn du eine neue eingehst, krieg ich einen Erbfolgekrieg. Da also ich... wenn ich jetzt nichts mache, einfach dann... Ja, einfach, genau. Ich wollte dir nur sagen, mach bitte gar nichts, damit du unabhängig bleibst. Okay, und was bekomme ich dann? Also, bekomme ich dann irgendwie ein neues Bonus Nein, einfach? Immer noch meins. Du hast ja jetzt schon meins. Okay. Es bleibt, wie es ist. Es ändert sich nichts. Ich will deinen Thron nicht. Ich will meinen Thron behalten. Ja, genau, das dachte ich mir. Ja. Da hatte ich eine Vermutung. Ja, und ich habe mal deine Rebellen da in Afrika geklatscht. Ja, habe ich gemerkt. Das ist sehr nett. Aber jetzt bin ich da auch hingefahren. Jetzt muss ich ja wieder wegfahren, sonst verhungerst du da. Warte mal, ich fahre wieder nach Hause. Vielen lieben Dank. Gib mir dein Essen her. What? Du Penner, gib Essen her, los. Was, ihr braucht doch alle eine Diät. Was? Wer hat das gesagt? Ach komm, ich kann mal sprechen. Schau dem Inder sein Essen. Ich könnte gleich mal einen Krieg anfangen. Ja, ja, komm doch her. Gib mir dein Gewürz. Dann schmeckt das Essen nicht mehr so fad. Nice, ich hab einen nice General bekommen. Erbfolgekrieg zwischen Polen und Frankreich, wenn die Engländer kein... Was ist denn hier los? Ich krieg PU über Spanien, wenn's scheiße läuft, über England. Wollt ihr nicht einfach alle um meine PU werden? Dann ist nie wieder Krieg und alles und glücklich, wir können das Projekt beenden. Ja, ich will dann nicht PU werden, dann habe ich nämlich kein Problem mehr. Ja, dann musst du nur gucken, dass deine Königin stirbt. Okay, hinrichten. Also, wenn du weniger Prestige hättest als ich, könnte ich deinen Thron beanspruchen und dann könnte ich dich tatsächlich in die PU drücken. Ja, aber habe ich dann noch, dann habe ich aber auch Aragon nicht mehr in Portugal. Nee, ich habe dann Aragon und Portugal. Ja, aber du kannst es dann ja rein theoretisch an mich übergeben. Ich könnte es dir übergeben. Oder du kannst halt keine Kriege am Anfang, das muss ich immer machen. Aber ansonsten wäre das gleiche wie mit Holland. Ihre! Also, wenn du das willst. Aber dann musst du dich darauf einstellen, dass wir den größten Krieg in der EU4-Geschichte ever spielen müssen. Dann haben wir keine Freunde mehr. Ich kann doch ein paar Jahre was anderes machen. Erst verreck ich und dann du. Nein! Wobei, nee, du bist ja dann das Opfer. Ich verreck dann. Ich kann Venedig überlesen. Chopper, so kannst du mich in den Tod treiben. Ich will in den PU werden, ich treib dich in den Tod. Ja. Erst dich, dann die andere. Und dann krieg ich einen Erbfolgekrieg um England mit Polen. Alter, wann krieg ich eigentlich mein Geld für Normandie und so? Wie viel schuldigt ihr denn? Für jede Prunz 200. Warte mal, ich rechne Calais gleich dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mal 2 sind 1800. Ich fange jetzt an zu sparen und zahle dir, sobald ich kann, jede Provinz direkt ab. Okay. Ich habe das nämlich vergessen. Bald hab ich endlich Quantität gesehen. Auf zweimal reinforschen. Alter, ich habe noch nicht eine einzige Idee ausgewählt. Penner! Was hast du sie noch nicht mal ausgewählt? Also doch ausgewählt schon, ich habe schon zwei, aber... Ja, man soll auch nicht zu sehr Gas geben. Ja, sagt das Sepp mit seinen 10-mal reingeteckt in die Ideen. Ja, das ist aber Sebastian. Dann müsst ihr ihn halt aufhalten, das ist nicht mein Job. Also ich bin nur hier, um die Leute zu trollen. Ich hatte am Anfang gar nicht... Ja! Nee, man hätte gerade mehr gegen dich. Warum? Weil ich Mailand bedroht habe, England erpresst habe und Spanien eventuell mein Bimbo wird. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr gegen mich habt. Ich kann dafür ja nichts. Also für Spanien kann ich nichts. Ich in Niederlande schon dein Bimbo singen. Ja, genau. Und wegen der Niederlande, weil du die Niederlande hast, weil du zeigst, du bist, weil du so viel schon bekommen hast. Ja, ich bin halt der böse Mann in Europa. Aber Xerxes ist auch ein bisschen selber schuld. Also wer... Komm, also... Also er kann ruhig das... Er kann ruhig das... Er, also, das könnte Xerxes sagen. Er kann ruhig hier, Dings, Torino haben und Monferrato und Cuneo. Die drei Provinzen kann er sich ruhig noch nehmen. Ist kein Problem. Aber Saluzzo und Clancomberie, oder wie das heißt, das nehme ich mir. Weil ich will nicht, dass der Italiener bestimmt, wer über die Alpen marschiert und zu mir und wer nicht. War komisch, verstehe ich nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Also, keine Ahnung, wo dein Problem liegt. Mal abgeben. Anwesend? So, warum gebe ich nicht einfach ganz... Kann ich dann jetzt noch einen Krieg dazwischen quetschen oder nicht? Ja, ja, kämpf gegen wen du willst. Ich bin hier mal eine Weile beschäftigt. Soll ich mal runtergehen zu den bösen Jungs? Was du willst. Also, nee, ich bin ja der Böse. Warte mal. Also, die und sagte, du scheiß Niederländer, du Pussy. Hat Hä, du hast doch dazu gestimmt.
Ich hab dir das. Ich hab gesagt, ich muss dich fallen lassen oder du wirst bei der Mark. Anders geht das nicht. Und dann hast du halt dir das überlegt und hast gesagt, okay, ich nehme die Mark und die Boni. Ja, das war doch dein Angebot quasi, nicht meins. Ja, nee, Rico hat das gesagt. Rico hat gesagt. Ja, der ist der Engländer. Das ist der Inzuchtmensch, was. Du, Holland, geh einfach jetzt hardcore auf Navy, ja, und dann kann der uns mal. Kann ja nicht angehen, dass hier alle nur rumpimmeln und die KI töten. Wir müssen ein bisschen Stress schieben. Nee, der Ösi. Könnt ihr mit den großen Spielerkriegen vielleicht warten, bis wir... Da im Osten war auch noch kein Krieg. Da ist immer, ja, ich drohe dir mit Krieg, zieh den Schwanz ein und verkauf dir die Provinz. Das könnte man so sagen. Ja. Apropos Schwanz einziehen und Provinz verkaufen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus, hier, der Osten? Wo ist denn das gespawnt? In Toulon? Ja, auch noch bei mir. Ja, klar! Ja, mach mir noch mehr Feind! Warte mal, was? Warte mal, was? Wieso ist der Kolonialismus bei dir gesagt? Weil ich... Ja, kriegst du als... Ja, ja, kriegst du. Bitte, ich oder? Nee, jetzt habe ich schon als erstes. Das Ding ist halt einfach, warum spawnt das denn bei mir? Also ich habe gerade erst die erste Entdecker-Idee erforscht. Was ist denn hier los, ey? Krieg führen? Krieg. Achso, Krieg gegen Dings. Ist das Reichsland? Das ist aber Reichsland. Das ist gegen Österreich. Wir können ja mit Österreich reden. Dann hol den mal Österreicher mal bitte her. Ich mach mal. Und ich muss meine Truppen aufstocken, vorsichtshalber. Der Niederländer rennt schon wie so ein Hund los und sucht ihn. Weiter, weiter, weiter. Na, was geht bei euch? Oreo, ich hoffe, du magst mich noch, weil ich hab dich nicht erpresst. Was? Na, was? Nein, warum sollst du... Hä? Also ich möchte mal ganz kurz nur sagen, ich habe dem Mailänder nur Angst gemacht und allen anderen Bescheid gesagt. So, und dem Engländer... Nein, ich wollte mit England Krieg führen und England hat aus Versehen sich missklickt. Da kann ich dann auch nichts für. Ja, ist ja okay. Und Holland hat das freiwillig gemacht, weil das war quasi Hollands Angebot. Und wenn ich Spanien aus Versehen bekomme, lasse ich es wieder frei. Also, ja, du, also erstmal ist es mir scheißegal, aber... Wollt das nur... Nee, du bist ja mein größter quasi, meine größte Gefahr, wenn du dich gegen mich stellst. Deswegen wollte ich dir das nochmal erklären. Ach, übrigens, das soll nicht aggressiv gemeinsam mit Mailand. Ich krieg nur ein paar Dukaten von dem. Ja, nee, weil du die garantierst, deswegen. Ja, deswegen ja, weil der mir Dukaten gibt. Ach so, der hat Angst. Deswegen, ja. Also das habe ich dir doch vorhin erzählt. Hallo, mein Freund. Du bist doch protestantisch. Wir sind Freunde. 6 Dukaten plus im Monat ist doch nett. Lord Eagle? Ja? Weil wir wollten dich fragen, weil ich will jetzt Brabant. Österreich hätte gern Brabant und ich muss aber den Krieg erklären, ob das für dich in Ordnung wäre, ob wir da angreifen. Willst du mit rein und dann rauspießen oder drin bleiben? Oder sollen wir. Lehnst du dann ab? Wie willst du das machen? Belagert ihn durch. Mach einfach weiter. Ja, belager Österreich einfach durch. Belager Österreich. Und plündert dein Land komplett. Nein, also wenn mich Österreich vernichtet, dann muss ich halt echt einmarschieren. Das wäre halt ungünstig. Für Österreich. Mich jetzt endlich angreifen. Warte, ich muss meinen Truppen aber erst aufstocken. Vorsichtshalber. Warst du dann. Ich werde gleich einen weißen Frieden. Ja, machen wir. Oh, ist schön. Ja, machen wir. Ja, nachdem das Brudi gesagt hat, traue ich dem Ganzen nicht mehr. Los geht's. Was ich eigentlich fragen wollte, was geht da eigentlich im Westen ab? Ey, ich erkläre dir ganz kurz, was passiert ist. Ja, ganz kurz. Okay, also warte, ich muss kurz die Aufnahme wenden und dann geht's los.